Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind in Cydonia und wie ich gerade sehe, ich bin ein bisschen durchsichtig hier in der Facecam. Dabei trage ich ja nicht einmal einen grünen Hoodie. Aber egal, da bin ich heute mal ein bisschen durchsichtig. Wo guckt er hin? Warum guckt er immer wieder nach links? Was ist denn da? Was ist mit meinem Charakter? Warum guckt er immer nach links? Okay, danke für die Info. Ja, ich wollte auch mit der lieben Sarah ein paar kleine Aufträge hier mal machen. Ein paar kleine Aktivitäten. Hier, das ist ja das, was wir schon abgeschlossen haben, ne? So, was haben wir hier? Sprich mit Doc Manning. Catherine, Lucian. Wir müssen da mit sehr vielen Leuten einfach mal sprechen. Ich würde aber sagen, wir besuchen mal Wladimirs Haus. Dass wir zumindest ein paar der kleinen Quests einfach mal abgeschlossen haben, erledigt haben. Wir haben da ja so viele, dass wir auch ein bisschen, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen und die anderen Nebenquests und so, dass wir zumindest ein bisschen vorankommen. Damit wir ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Sarah, kommst du? So. Ah ja, und wir sind ja hier auch mit der... mit unserem zweiten Schiff unterwegs, dem von der Freestar. Was ist denn das da? Da ist ja eigentlich eine Tür. Warum ist da eine Tür? Wo führt die hin? Hier ist auch eine Tür. Wo führen die Türen hin? Warum sind da Türen? Keine Ahnung, wo Sarah ist. Warte mal, welche Etage ist das? Die zweite Etage. Okay, also wir müssen nochmal eins nach oben. Und dann will ich wissen, was das ist. Warum sind da Türen? Das hat Spaß gemacht. Was jetzt? Keine Ahnung, was jetzt. Also ich gehe jetzt nach oben und ich will wissen, wohin die Türen führen. Hallo, Captain. Hallo, kannst du mir sagen, wo die Türen sind, die da irgendwo... Da kommt man nicht mal hin, glaube ich, oder? Kann ich das von hier aus sehen? Ist weit hinten. Ich guck mal, ob ich nach ganz hinten kann. Nope. Ich habe keine Ahnung. Boah, ich hätte auch gerne hier ein Haustier. Also jetzt hier im Schiff. So eine Katze oder so ein Hund. Wäre schon super. Auf zu den Sternen. Ja, hier sehen wir das auch. Die Türen. Keine Ahnung, wohin die führen oder was dahinter ist. Bin ich ein bisschen verdutzt. Hier oben sieht es so friedlich aus. So. Nee, das will ich auch nicht. Ich will zur Mission. Komm, wir sehen mir die Mission an. Ich will dahin fliegen. Komm. Ja, Mission. Level 55? Ich glaube, so weit kommen wir noch nicht. Okay, das hier ist auch sehr kompliziert, nach hierhin zu kommen.
Machen wir vielleicht mal eine andere Mission vielleicht? Eins, das nicht so weit weg ist. Wie sieht es damit aus? Mantis? Oder der große Laredo-Kuh? Guter Wolf? Sofort fällig. Die Galbank hat mich beauftragt, Schulden für sie einzutreiben. Landry Holyfield, wäre es lieb, wenn ich das ohne Gewalt hinbekomme. Lassen wir mal, das mag Sarah nicht. So, dann würde ich vielleicht... Sag May, dass du beim Red Mile Run antreten möchtest. Ne, machen wir nicht noch einmal jetzt. Sprich, bringe den Terror-Cappuccino zu Donna Rain, besuche Vladimirs Haus. Sprich mit Doc Manning. Komm, wir quatschen mal. Nee. Wir machen dann hier mal was. Nee. Ich muss den Ast von Lea Kessler beschaffen. Machen wir das. So. Ich will dahin. Nein, da war's. Da. Auch ins Cheyenne-System, okay. Dann fliegen wir darüber. Einmal durch den Mars. Grafsprung beendet. Willkommen im Freestar Collective. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir dein Schiff scannen. Ja, komm. Mach fertig, ja. So. Müssen wir nach Aquila? Ja, wir müssen mit Aquila. Nach Aquila. Baue in deinem Außenposten einen Scan-Booster, um die Reichweite deines Handscanners stark zu erhöhen. Das wäre auch mal eine Idee, dass wir sowas machen. Ich finde es schön, wenn die Ladezeit ein bisschen langsamer, nicht langsamer, ein bisschen schneller gehen will. Seit 200 Jahren frei sind, hat das Collective nichts Besseres zustande gebracht? Ja, anscheinend. Also anscheinend nach, ja. Okay, danke für den Tipp. So, jetzt müssen wir aber irgendwo einen Ast herholen. So, Coral Heritage Museum. Ah, okay. Also hier müssen wir hin. Ich habe Artefakte, die noch aus der Zeit von Solomon Coe persönlich stammen. Bethesda-Spiele, ja, Mann. Doppelknochenhorn. Mit ihr muss ich reden. Ja, guten Tag, die Dame. Lea Kessler. Hi. Sieh dich ruhig um. Deswegen habe ich das hier ja schließlich gegründet. Ich würde gerne mit dir reden, es geht um einen Ast. Das hätte ich heute nicht unbedingt erwartet. Stehst du irgendwie mit den Colonies in Verbindung? In letzter Zeit habe ich seltsame Nachrichten erhalten. Ich helfe dem Mast, ja. Ich bin eher ein privater Auftragnehmer. Was waren das? Was für Nachrichten waren das? Einige, die nahezu unverständlich waren. Ganz ehrlich. Bislang dachte ich, das wäre irgendein seltsamer Streich. Ein Haufen Kauderwelsch über schwerwiegende Konsequenzen, Frequenzmodulationen und genetische Rekonstruktionen schien alles ziemlich verworren. Leider hast du deine Zeit verschwendet, da ich weder autorisiert noch besonders geneigt bin, eines unserer Stücke herauszugeben. Das umfasst auch 100 Jahre alte Äste. Tut mir leid, aber er bleibt im Lager. Überzeuge Lea, dir den Ast zu geben oder stiehl den Ast aus dem Museum. Ich biete Führungen an und erzähle dir auch gerne etwas über die Geschichte der Stadt. Hätte ich Sam Coe vielleicht mitnehmen können? Aber ich versuche mal mit zu überzeugen. Ich verstehe dich, aber das steht leider außer Frage.
Ich kann sehr nervig sein, wenn es nötig ist. Gib mir den Ast, sonst höre ich nie auf zu fragen. Der Ast ist extrem wichtig für die xenobotanische Forschung. Jetzt willst du mich verwirren. Das ist ein toter Ast und er gehört dem Museum. Wenn ich den Ast nicht bekomme, droht den Leuten in New Atlantis eine Katastrophe. Eine Katastrophe Verdammt. Befällt New Atlantis? Fände ich gar nicht so schlimm. Nein, du verstehst nicht. Ich kann es dir erklären, wenn du mir die Chance dazu gibst. Verdammt. Ich kann nicht mal mehr jetzt... Ich kann sehr nervig sein. Frag ruhig weiter. Nur zu. Ich gebe ihn dir nicht. Ich kann nicht einfach Museumsstücke herausgeben. So funktioniert das nicht. Okay, das haben wir verkackt. Falls das kein Betrug ist, sprich mit Earl Fulton. Ich glaube, er könnte noch ein paar Stücke übrig haben. An die ranzukommen, wird aber auch nicht unbedingt einfach. Earl Fulton? Okay, rede ich mal mit ihm. Suche ich ihn mal. Ich will jetzt nicht unbedingt stehlen. Will das jetzt unbedingt mal auf eine ehrliche Weise hier hinkriegen. So, da lang. Ja, so geht's auch. Autsch, den habe ich gespürt. Earl Fulton. Wenn du der Stadt helfen willst, sag Bescheid. Ich kann wirklich jede Hilfe gebrauchen. Mit den wunderbaren Attraktionen von Earls Alien Extravaganza. Hi. Willkommen. Ich stelle dir mal eine ganz einfache Frage. Bist du bereit, etwas so Wundersames und Merkwürdiges zu sehen, dass du es nie vergessen wirst? Klingt interessant, erzähl mir mehr. Nein, danke, ich kann Schwindel aus 10 Meilen entfernen. Du willst mir was andrehen, oder? Ich biete dir die Chance, etwas Exotisches und Einzigartiges zu sehen. Ja, es ist eine kleine Gebühr fällig, aber wenn du mich alles erklären lässt, stimmst du sicher zu, dass der Preis mehr als fair ist. Klingt interessant, erzähl mir mehr. Mit Vergnügen. Wir haben Tiere und zertifizierte Xenomorphs aus den dunkelsten Winkeln der besiedelten Systeme. Du wirst entzückt und begeistert sehen. Ein wahrer Augenschmaus für eine geringe Gebühr. Ich beneide dich um diese Gelegenheit. 10 Credits. Lehrkessler meint, du hast Holz von einem Baum aus New Atlantis. Diese Hexe. Ich habe gute Credits für das Holz bezahlt, das sie übrigens ohnehin wegwerfen wollte. Und sie hat kein Recht, etwas anderes zu behaupten. Hätte ich eine Quittung, würde ich sie vorzeigen. Und nach dem ganzen Hickhack haben meine exotischen Tiere das Zeug nicht einmal angerührt. Ich wurde beraubt. Ich brauche wirklich etwas davon. Würdest du dich davon trennen, wenn du es nicht brauchst? Entschuldigung, was? Du bist nicht hier, um dein Konto auszugleichen? Was möchtest du denn dann? Ich brauche wirklich etwas davon. Tatsächlich? Tja, du wirst dich freuen zu hören, dass heute dein Glückstag ist. Ja, der wird mir jetzt Wucherpreis machen. Ich habe tatsächlich noch etwas von diesem exquisiten Hartholz auf Lager und wäre bereit, es für ein paar Credits abzutreten. Ich denke, 500 Credits sollten die Lagerkosten decken, ganz zu schweigen von den Kosten für alternative Nahrungsquellen für meine Ausstellungsstücke. Das ist doch mehr als gerecht, meinst du nicht? Sagtest du nicht, es sei wertlos für dich? Nein, überhaupt nicht. Im Moment spricht es zwar keine Bewohner meiner Attraktion an, aber man weiß nie, welche Wunder ich vielleicht noch aufnehme. Es wäre wirtschaftlich äußerst unklug von mir, es einfach ohne Gegenleistung abzugeben. Das verstehst du doch sicherlich. Ja, okay, komm, die 500 Credits, die haben wir. Wunderbar, wunderbar. Also, dann will ich mal sehen, wo ich das Holz habe. Ah, da ist es ja. Immer schön, mit dir Geschäfte zu machen. Auf bald!
Ich kann das Schild lesen. Aber natürlich. Größere Laberbacke als ich. Größere Laberbacke als ich, ey. Unglaublich. Bringe Kelten Frosch den Ast. Jo, stimmt, Kelten. Den hat man lange nicht mehr gesprochen. Für ihn war das. Hier kommen wir nicht hoch. So, keine Ahnung, wo Sarah gerade unterwegs ist, aber... Hey. Wo geht's zurück? Ich suche gerade den Weg zurück. Hallo? Okay, lasst uns alle mal tief durchatmen. Wir alle wollen Menschen vor den Äschter beschützen. Wir sind Was? Auf der gleichen Seite. Zum Teufel damit. So läuft das verdammt nochmal nicht. Ende der Diskussion. Hi Sarah. Wie ich bereits erklärt habe, brauche ich keine Genehmigung. Ich bin im Geiste der Kooperation hier. Aber wenn das die Reaktion darauf ist... Wir machen das seit 20 Jahren. Auf meine Art. Und es hat immer funktioniert. Warum sollten wir es jetzt anders machen? Mr. Wilson, unsere Methode ist besser, sicherer. Wir haben doch auch nicht Feuer und Raumfahrt abgewiesen, weil wir bis dahin auch ohne klargekommen sind. Also bitte, so lasse ich nicht mit mir reden. Na gut. Miss Erpin, vielleicht warten wir erst einmal ab, bis wir etwas Zeit zum Nachdenken hatten. Ja? Wir müssen klüger sein. Machen wir später. Machen wir alle später. Erstmal eine Quest nach der anderen. Aber mit wie vielen Leuten müssen wir jetzt reden? Ich glaube, wir müssen wirklich mal die Redenmission machen. Ich muss aber mein Schiff auch mal ein bisschen anpassen, mit, was die Waffen da angeht. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, wie kann ich dir helfen? Ich würde gerne meine Schiffe modifizieren. Nur zu. So, Star Eagle, Testwaffen. So, wie 0 würde ich dann den hier machen. Hier dann. Ja. Ne, warte, hier den Pulslaser. Hier die Raketen und hier den Dämpfer. Nein, hier, ach, verdammt. Hier Raketen, hier den Laser und hier den Dämpfer. So. Annehmen. Müsste jetzt dann passen. Welches Schiff hat er denn im Angebot? Was dir gefällt. Ich würde jetzt gerne auch nochmal gucken. Watchdog, Ranger, Endeavor, Stronghold. Okay, mehr und besseres Schiff hat er jetzt auch nicht. So. Dann hoffentlich ist das jetzt ein bisschen umgestellt mit den Waffen. Welche wo dann abgefeuert werden. Hier sofort ab oder willst du noch warten? Ich will sofort abheben. Das ist die falsche Richtung, ne? So. Komm, hier. Wir können los. Anschnallen, bitte. Aber das Schiff mag ich irgendwie. Ist irgendwie gut gebaut worden, finde ich. Ich hätte gern schon mehr solcher Arten. Fester Orbit erreicht. So, genau, jetzt haben wir hier Laser und hier die Raketen. Und hier die EM.
So wollte ich das haben. Und ab geht's. Souverän. Was sagst du jetzt, Dad? Du trittst in den Raum der United Colonies ein. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Ja, alles klar. Scan mich mal durch. Ich will landen. So. Wo muss ich hin? Da. Mass District. Zur Nickel Group der anorganischen Ressourcen gehören Kobalt, Platin und Palladium. Boah, wir müssen auch mehr Basen bauen, definitiv. Da, wir brauchen so viele Rohstoffe. Wir müssen aber erstmal die Basen, die wir haben, erstmal irgendwie miteinander verbinden. Kommst du, Sarah? Hoffentlich hat Aquila City, was wir brauchen. So, Kelten, ich habe hier... Hast du Miss Kessler in Aquila City schon besucht? Ja, diesen Ast habe ich von Earl Fulton. Hoffentlich hilft er. Earl Fulton? Fulton. Nie gehört. Hoffentlich ist er vertrauenswürdig. Nun ja, ich vertraue dir. Und in der Not frisst der Teufel fliegen. Versuchen wir's. Ich muss ihn nur kurz analysieren und eine Audioantwort für unseren Freund hier synthetisieren. Klingt sehr komisch, aber egal. Eine Probe hinein. Und jetzt verwendet das Programm die genetische und chemische Zusammenstellung, um Größe und Struktur des Originalbaums zu extrapolieren. Ich habe es recht schnell geschrieben. Sehr präzise wird es also nicht sein, aber hoffentlich reicht es. Und da wäre sie. Unsere Hoffnung auf eine Lösung für diesen Schlamassel. Okay, Kelten, was wir sagst du? Wir haben jetzt eine simulierte Antwort. Bleibt nur noch, sie abzuspielen. Ich kann nicht gut singen, aber ich kann es versuchen. Wie spielen wir sie ab? Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich muss mir schon die ganze Zeit dieses Gefasel vom SNN-Schalter anhören. Den könnte man wahrscheinlich besser nutzen. Wir haben keine Zeit, die richtigen Kanäle durchzugehen. Aber wenn du das an einem Terminal in ihr System hochlädst, könnte es funktionieren. Klingt nicht gerade legal. Und wenn es nicht funktioniert, Medizin der Frequenz in dieser Simulation ausgesetzt zu sein, klingt gefährlich. Bist du sicher? Du hast recht. Es besteht durchaus die Gefahr leichter Nebenwirkungen. Aber die wären bestimmt nicht lebensbedrohlich. Wir spielen es nicht so laut oder so lange ab, dass Menschen oder anderes organisches Leben dauerhaften Schaden nehmen. Und abgesehen davon, wenn wir den Baum nicht bald besänftigen, tja, dann werden die Vibrationen, die er aussendet, irgendwann so stark, dass sie unsere inneren Organe schwer schädigen könnten. Klingt auch nicht gerade legal. Vielleicht, aber verzweifelte Zeiten und so. Bestimmt. Falls du andere Optionen hast, solltest du sie auf jeden Fall nutzen. Ich bin zwar nicht gerade begeistert, dass wir etwas Illegales tun, aber jetzt noch aufzuhören, wäre doch auch schade. Tja, naja, wie gesagt, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Ich bin nicht stolz darauf, aber es muss sein. Und wenn es nicht funktioniert? Dann war die ganze Arbeit vergebens. Ich würde den Baum nur ungern fällen. Aber andere Möglichkeiten haben wir dann nicht. Ja, ich hole schon mal die Kettensäge. Davon gehe ich zweifelsohne aus. Optional spricht mit Nadja. Ach, da unten. Ne, da hinten. Collective ein und starten immer mehr Angriffe auf Schiffe in den Colonies.
Okay, das ist nichts Neues. Schade. Ich hatte kurz gehofft, da gäbe es was Neues. Für sie müssen wir auch noch einen Kaffee holen, immer noch. Irgendwann verlasse ich Nordlandes für immer. So, Geschäftsdistrikt. Kann man hier eigentlich wie in Skyrim heiraten oder eine Beziehung eingehen? Also ich würde da schon gern irgendwie die Sarah klären wollen, auf jeden Fall. Ich mag die. Auch wenn wir ein paar Entscheidungen getroffen haben, die nicht gerade schön waren. Regierungen kommen und gehen. David Barron bleibt für immer bestehen. Du hast wieder diesen Blick. Was gibt es Neues? Du erzählst und bekommst Geld, ich mache die News. Situation. Ich muss etwas an einem SNN-Schalter übertragen. Tja, da hast du mir schon geholfen. Ich bin durch dich an ein paar echt gute Stories gekommen. Das vergesse ich dir nicht. Was ist es denn diesmal? Eine bestimmte Audiodatei muss bei einem Schalter am Mast abgespielt werden. Diese Datei, sobald sie abgespielt wird, ist das die Story. Okay, das klingt interessant. Aber was ist das? Ich kann nicht einfach irgendwas abspielen. Das kann viel zu leicht schiefgehen. Der Baum vor dem Mast verflüssigt sich und vibriert gefährlich. Dieser Teil kann das aufhalten. Ich weiß nichts Genaueres. Ein Wissenschaftler vom Mast schickt mich. Lügen. Nur so können wir einen Plan zur Gedankenkontrolle durch Haus Varun verbreiten. Nee, komm, wir sind zu ihr ehrlich. Das klingt verdächtig nach einem albernen Streich. Aber du warst bisher eine verlässliche Quelle. Also gut, ich mach es. Aber wenn ich deswegen meinen Job verliere, mache ich dich fertig. Okay. Ich habe das Gefühl, dass wir uns wiedersehen. Ja, werden wir. Wir werden uns definitiv wiedersehen. Und da haben wir Terra Rue. Da können wir eben ganz schön... Hoppla. Chefdiplomat Yassin hat das Amt. Können wir eben auch noch für Dings hier... Willkommen bei Terra Rue. Natürlich. Lass dir ruhig Zeit. Holen wir jetzt mal einen Terra Rue. Hier, den brauchen wir einmal. Ein Cappuccino. Dann haben wir gleich die eine Quest auch noch mit erledigt. Für die Hausmeisterin. So, Mastestrick war da, glaube ich. Noch ein Tag, noch ein Credit. Ja, hi, ich möchte dir einen Kaffee geben. Hallo. Donner. Ich habe das Gefühl, heute wird ein schöner Tag. Findest du das auch? Ja, hier ist dein Terracino. Vielen Dank. Bald habe ich wieder jede Menge Energie. Dann bin ich die leidenschaftlichste Hausmeisterin in ganz New Atlantis. Hier, das habe ich beim Putzen gefunden. Ich dachte, du kannst es vielleicht brauchen. Danke nochmal. Wirklich sehr nett. 100 Credits hat sie gefunden. Ja, okay, die nehme ich. Komm bald wieder. Die nehme ich. Okay, die haben wir auch schon erfüllt. So, gehen wir mal zum Baum. So, Kelten. Kelten? Ha, geschafft. Wie ich sehe, lässt die Stärke der Vibrationen bereits nach. Der Baum beruhigt sich. Unglaublich. Es hat funktioniert. Ich dachte, du warst dir sicher. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es gibt keine Garantien. Und was kommt jetzt? Keine Ahnung. Wir bewegen uns schon die ganze Zeit auf unerforschtem Terrain. Da die Krise jetzt hoffentlich vorbei ist, kann ich begutachten, was ich erfahren habe. Und ganz sicher werde ich unseren Freund ab jetzt genau im Auge behalten. Und du hast diesen Baum gerettet und das Wissen über unsere Umwelt vergrößert. Gute Arbeit auf der ganzen Linie. Ich und alle Bewohner von New Atlantis danken dir.
Obwohl letztere gar nichts davon wissen. Okay, und 6300 Credits dafür auch nochmal bekommen. Nice. Okay. Besuche Wladimirs Haus ist jetzt die aktuelle. Die will ich jetzt aber nicht machen. So, aber dann würde ich vielleicht doch mal mit den Leuten hier mal quatschen. Wir fangen mal von ganz unten an. Fangen wir mit ihr an. Wo muss ich dafür hin? Wo ist die Hausmeisterin hin? Wo ist Donna hin? Donna? Okay. Keine Ahnung, wo die jetzt hin ist. Ja, aber egal. Wir gehen dann mal weiter. Kann ich mit Sarah auch nochmal so quatschen? Adieu. Adieu. Jetzt geht sie ein paar Meter weg, was? Warte mal, wenn wir jetzt eigentlich einen zweiten Raumschiff haben, können wir dann das eine nutzen, quasi, damit wir noch weiter unterwegs sind, und das andere immer wieder weiter ausbauen auf Stufe C, bis es das Schiff wird, was wir haben möchten am Ende. Boah, müssten wir auch mal in den nächsten Folgen mal machen. Noch Zeit für ein Nickerchen. Was? Bin ich mit Sarah? Wo ist sie? Was? Oh nein, jetzt bin ich rausgegangen. Sarah? Wo ist sie hin? Jetzt bin ich aus Versehen rausgegangen. Sarah? Du wolltest was? Für das Gespräch. Ich kann ein freundliches Ohr brauchen. Ich habe eine Nachricht der Constellation erhalten, die mich sehr ins Grübeln bringt. Hoffentlich keine schlechten Nachrichten. Hat Barrett dir etwa wieder einen anzüglichen Witz geschickt? Wenn es ein Notfall ist, können wir sofort hin. Nein, nein, das ist es nicht. Es sind nur ein paar Anfragen zu Dingen, die ich normalerweise regle, wenn ich dort bin. Aber ich bin hier draußen mit dir. Du hast das Gefühl, dass du deine Pflichten vernachlässigst. Es geht weniger um die Nachricht selbst, sondern um das, wofür sie steht. Bist du wütend, dass ich dich von der Loge fernhalte? Nicht du hältst mich hier draußen, sondern ich selbst. Ich erkläre es dir. Bevor ich zur Constellation gekommen bin, war ich 8 Jahre lang Leiterin des Navigator Corps, bis die UC die Division dicht gemacht haben. Jeder hat mit dem Sparkurs der Regierung zu kämpfen. Muss schmerzhaft gewesen sein. Schließlich war das deine Division. 8 Jahre ist ordentlich lang für ein Regierungsprogramm. Was genau war das Navigator Corps? Was hat das mit der Nachricht von der Loge zu tun? Muss schmerzhaft gewesen sein. Schließlich war das deine Division. Ja, schmerzhaft ist durchaus eine treffende Umschreibung. Sie wollten spektakuläre Entdeckungen, um das Budget zu rechtfertigen. Und nach dem Krieg war das Geld knapp. Es war also klar. Sie machen uns dicht. Ich habe die Division geleitet. Also hat man natürlich mir die alleinige Schuld gegeben. Es ist lächerlich, die ganze Schuld auf dich zu nehmen. Du hast gegen unmögliche Widrigkeiten gekämpft. Von welchem Krieg reden wir? Du hast gegen unmögliche Widrigkeiten gekämpft, würde ich sagen. Ja? Du hast mir mal gesagt, dass dir der Weg wichtiger ist als das Ziel. Vielleicht verstehst du also, was ich sagen will. Ich bin gescheitert. Weil mir die Erkundung der Sterne wichtiger war als Papierkram. Ich war zu wenig vorausschauend, zu passiv. Und am Ende wurde die Division stillgelegt. Unsinn, niemand hätte so sehr auf den Fortbestand der Division gedrängt wie du. So sehr man auch kämpft, manche Schlachten kann man nicht gewinnen. Das Militär war offensichtlich nicht deine Berufung.
Dein Division hat keine einzige bedeutende Entdeckung gemacht? Unsinn, niemand hat so sehr auf den Fortbestand der Division gedrängt wie du, würde ich sagen. Ja, das ist es ja gerade. Habe ich zu sehr gedrängt? Haben sie uns aufgelöst, weil ich nicht still am Schreibtisch saß und brav Zettel gestempelt habe? Boah, könnte ich auch nicht. Könnte ich auch nicht. Wenigstens die Constellation ist ein riesiger Erfolg. Tja, und das bringt uns jetzt zu dieser Nachricht, nicht wahr? Nenn es, wie du willst. Mein Antrieb, meine Initiative, mein Optimismus waren meine größte Stärke und mein schlimmster Albtraum. Sie bringen mir immer wieder Machtpositionen ein. Dabei will ich eigentlich das All erkunden und nicht am Schreibtisch Buchhaltung machen. Du hast Angst, dass die Constellation in deiner Abwesenheit zerbricht. Vielleicht solltest du als Vorsitzender zurücktreten und einfach entdecken. Wir sollten das vorerst vertagen und uns auf die Mission konzentrieren. Ich glaube, das ja, hier, ja? Genau. Wenn dir das so klar ist, wie klar ist es dann erst Barrett oder Matteo? Sie brennen bestimmt schon darauf, mich zu ersetzen. Verdammt! Keine Sorge, Harry. Wir finden schon eine Lösung. Zusammen. Tut mir leid, dass ich dich so bedrängt habe. Hey, du wolltest doch mit mir reden. Oh Gott, es tut mir so leid. Du willst mir helfen und ich brülle dich an. Weißt du, nachdem Aja in Rente war, hat sich niemand mehr einen Dreck um mich geschert. Ich schere mich. Flirten, ich werde immer für dich da sein, Sarah. Hör mal, du hast offensichtlich Gefühle für mich. Aber ich hatte noch nie in meinem Leben Zeit für so etwas. Bitte, kriegen wir hin. Es liegt nicht an dir. Ich bin einfach noch nicht bereit für so eine Nähe. Nicht jetzt. Aber danke, dass du mir zugehört hast. Das hat wirklich geholfen. Die klären wir uns. Okay, jetzt wollen wir mal weiter die Quest weitermachen. Hi. Hoffentlich treibt Cora keinen Unfug. Hoffentlich. Das ist ja mein Schiff. Zumindest eines davon. Nicht, dass sie auf einmal anfängt, hier einfach aus Spaß mit irgendwelchen Waffen von mir abzuschießen. Such dir einen Stern aus. So, wo müssen wir hin? In die Richtung. Nach Voli, okay. Auf nach Voli, freue ich mich. Waren wir auch schon lange nicht mehr. Meine ich. Okay, es gibt aber auch Orte, da waren wir länger nicht mehr dort gewesen. Und irgendwann, ich glaube, irgendwann kriegen wir das hin. Wir scannen kurz auf Schmuggelware, dann kannst du weiterfliegen. Irgendwann kriegen wir das hin, dass unser Schiff groß genug ist, dass wir jeden der Constellation bei uns hier haben können. Sprich mit Tevin Anastas, müssen wir auch noch. Hier sind gleich zwei Quests, mit denen wir reden müssen. Könnten wir rein theoretisch beide mitnehmen. Kleiner Tipp. Falls du den Namen Benjamin Bayou hörst, sollten wir uns rasch verziehen. Bist du wirklich sicher, dass wir da uns verziehen sollen? Also ich... Also ich komme hier gegen jeden an. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Appside, da müssen wir hin. Wie kann man eigentlich auf den Namen Neon? Wie hieß die Stadt hier vorher, als es noch nur ein Fischerplattform war? Eine Fischerplattform.
Und wie haben die das eigentlich hier aufgebaut? Euphorica? Ich mach lieber das, als bei den Gangs reingezogen. Ich habe so das Gefühl, das ist ein Puff. Waren wir schon mal da drin? Ich glaube, das ist ein Puff. Also, klären wir das ein für alle Mal. Velocity oder Chimera? Willst du Aurora nehmen? Chimera natürlich. Bitten wir dich dies in Nee, ist kein Puff. Es ist eine Drogen-Dings hier. Ein Konsumentenclub. Da wollen wir nicht hin. Was ich nicht verkaufe, wird zu Troll. So, jetzt müssen wir da lang, hä? Unterstadt. Bin jetzt neugierig, wo wir jetzt hin müssen für die Quest. Ich glaube, ich sehe schon, mit wem wir reden müssen. Janadine Industries. Oh ja, hallo. Hallo. Hi. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber könntest du später wiederkommen? Wir haben geschlossen. Ich habe nur vergessen, die Läden runterzuziehen. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Du kannst mir gerne erzählen, was du auf dem Herzen hast. Dann lass ich lieber... Na, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Tut mir leid, aber ich möchte wirklich nicht darüber reden. Vielleicht ein andermal, wenn ich mich besser fühle. Ich nehme an, du wirst deine Meinung nicht ändern. Du hast gerade nicht zum Reden aufgelegt, aber könnte ich mir ansehen, was du im Angebot hast? Ja, leider. Aber komm morgen wieder. Vielleicht bin ich dann stark genug, um mit dir zu reden. Jetzt gerade kann ich das nicht. Okay. Dann machen wir eine andere Quest. Dann sprechen wir mit Saburo Okadigbo. Wahrscheinlich wieder zum Fahrstuhl nach oben. Mit mir willst du dich nicht anlegen. Ja, wieder zum Fahrstuhl, natürlich. Komm, Sarah. Anstatt dass sie mit reingeht? Nee. Bleibt ihr erstmal draußen stehen. Schade, dass ich aus dem Fisch kein Aurora rauskriege. Ja, das mit dem Aurora finde ich auch ein bisschen interessant, sage ich jetzt mal. Also, es ist aber kein Sumpfkraut, ja? Apropos Sumpfkraut, wir müssen zu unserem Sumpfkrautplaneten noch hin. Hallo. Hier müssen wir rein. Neon Mining League. Was wird denn hier gemeint? Ich hab's dir doch gesagt. Das ist doch lächerlich, oder? Warum will man Mining-Ausrüstung auf einem Ozeanplaneten verkaufen? Ganz genau. Schön, dass du vorbeischaust. In ein paar Monaten wird dieser... Willkommen, willkommen. Ich habe schon lange kein neues Gesicht mehr gesehen. Du siehst nicht aus wie jemand, der Saburo heißen würde. Was genau verkaufst du hier? Ist das nicht offensichtlich? Ich verkaufe Mining-Zubehör jeglicher Art und Größe sowie viele, viele schwer zu findende Erzarten. Alles, was ich führe, ist portioniert, sicher verpackt und kann direkt in den Frachtraum deines Schiffs geliefert werden. So schlecht kann das Geschäft auch nicht laufen. Leider doch. Anfangs hatte ich große Ziele.
Ich wollte ein Mining-Zubehör-Imperium auf Voli gründen. Aber jetzt stehe ich hier mit leeren Taschen. Und mein Geschäft steht kurz vor der Schließung. Ein sehr trauriger Tag. Hm? Vielleicht kann ich helfen. Das wäre fantastisch. Aber ich möchte dir nicht zur Last fallen. Ich würde gern sehen, was du im Angebot hast. Kann ich irgendetwas tun, um dir zu helfen, dein Geschäft zu retten? Das würdest du für einen wildfremden Menschen tun? Klar, ich brauche die Erfahrungspunkte. Vielen Dank. Ich habe eine Idee, die hoffentlich viel Interesse an meiner Firma generieren kann. Und du warst das letzte noch fehlende Puzzleteil. Wenn du diese Flyer zu anderen Händlern in Neon bringst, verstehen sie besser, wie wir alle von der Gruppe profitieren können. Das klingt recht simpel. Was passiert, wenn du keine Hilfe bekommst? Ich wäre Neon ausgeliefert, würde in einer Sleep Crate leben und durch die Straßen ziehen. Aber du kannst mich vielleicht davor bewahren. Okay, kannst du mir mehr über deinen Plan zur Rettung des Geschäfts erzählen? In Neon bleiben viele unter sich. Sicher der Grund für mein Scheitern. James Newell und seine Freunde von der Händlerallianz sind auf der richtigen Spur. Aber sie beschweren sich nur, statt was zu lösen. Wir müssen zusammenstehen und uns gegenseitig helfen. Wenn einer von uns fällt, können die anderen ihm helfen, sich wieder aus dem Staub zu erheben. Wir könnten Leute zu den Geschäften der anderen schicken und vielleicht sogar gemeinsam Werbung machen. Das würde allen helfen. Okay, klingt recht simpel. Wunderbar. Einfach wunderbar. Du hast ja keine Ahnung, was mir für ein Stein vom Herzen fällt. Ich danke dir für deine Hilfe. Falls ich noch etwas für dich tun kann, sag bitte Bescheid. Ich würde aber auch mal gern sehen, was du im Angebot hast. Doch. So, was hat er? Ein Cutter und... Okay, den Schweißer. Den brauchen wir nicht. Meiner Erzbrecher. Techniker schwarz. Argus mit Jacke. Lederbraun. Meiner mit Jacke. Ja, okay. War schön, dass du vorbeigekommen bist. Also an 5 Händlern verteilen. Ja, gucken wir mal. Also gezielt irgendwelche Händler oder einfach random irgendwelche Händler? Ich kenne Leute wie dich. Lässiges Weltraumass. Muss cool sein. Ja, danke schön. Fertig Nahrung? Yep. Neuroamps. Wie kann ich dir helfen? Hier, er ist noch der Händler. Hier findest du sie. Heute musste ich ein paar... Hallo, willkommen bei Jubels. Ich habe einen Flyer von Saburo Okadigbo, den du dir vielleicht ansehen möchtest. Dann zeig mal her. Keine schlechte Idee. Es könnte funktionieren. Danke fürs Überbringen. Jo, alles klar. Da draußen auf dich auf. Einen haben wir, also random irgendwelche Händler. So. Hier gibt's sonst keine Händler. Ich würde dann lieber die absuchen, mit denen ich schon zu tun hatte hier. So. Ich glaube, mit den. Ja, den hatten wir auch noch. Was darf sein? Wenn du etwas kaufen willst, sieh dich ruhig um. Aber ich behalte dich im Auge. Nur, dass das klar ist. Ja, ja. Waren wir nicht bei dem schon mal? Wie sieht der Monat aus? Ich verstehe Ihre Frage leider nicht. Stücks, okay. Aber hier, hier hatten wir doch auch schon mit jemandem gequatscht, mit ihm. Wenn es zu heiß für dich ist, können wir das übernehmen. Holman Lang. Hallo. Will mit dir quatschen. Wenn du was transportieren willst, bist du hier richtig. Saburo Okadigbo hat ein Cross-Promotion-Angebot für dich. Solltest du daran interessiert sein? Danke, aber kein Bedarf. Wie kommt es... Ja. Bist du fertig? Ja, du. Der geht mir auf den Sack. Okay. Also mit dem klappt das nicht. Was guckst du so blöd?
Hier waren wir aber, glaube ich, noch nicht, ne? Doch, hier waren wir schon mal. Hallo! Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Ich habe einen Flyer von Saburo. Nach oben gibt es keine Grenzen. Lass sehen. Lass mal sehen, was du hast. Was du nicht siehst, brauchst du auch nicht. So, der hat ja Anzüge. Shock Trooper, Tiefensucher, Space Trucker, nochmal ein Tiefensucher. Ah, jetzt, ich wollte schon sagen, wo war der denn jetzt hin? So, Helme. Shock Trooper gefällt mir irgendwie am meisten. Was hat er hier? Chefetage? Management? Ne. Oh. Siedlerabenteurer. Da haben wir von Crown das Hut. Den Hut. Der sieht auch cool aus. Neonachtleben. Nee, Unterzieher brauchen wir nicht. Dann können wir mal gehen, den nächsten absuchen. Also Saburo wird sich freuen, gehe ich mal von aus. So. Hier ist Stroud und Eklund. Eklund wird sich freuen. Denn sein. Schön, dich in unserem Showroom zu begrüßen. Cross-Promotion? Ich weiß nicht recht, aber ich sehe es mir mal an. Mögen okay. All deine Reisen sicher sein. Stroud Eklund, da können wir auf jeden Fall hinzuholen. Wir haben ja Connections. Denn Walter ist ja bei uns. Einer von der Constellation, da finde ich super auf jeden Fall, dann, damit wir das nutzen können. So, wer fehlt denn noch? Terra Brew, genau, da haben wir auch noch eine. Hier, die gute Dame. Hallo und willkommen bei. Hi, willkommen bei Terra Brew. Okay, nicht mit ihr. Mit wem können wir da noch quatschen? Das weißt du nicht von mir. Mit der Gelbank? Hier ist hier jemand? Nope, hier ist niemand. Anschließend schickte Hope Söldner, um den Farmen ihr Land abzunehmen und mit den Ressourcen Hope Tech zu finanzieren. Als er mit den Beweisen für die Verschwörung konfrontiert wurde, ergab Hope sich nicht etwa, sondern befahl seinen Wachen den Angriff. Es kam zu einem Feuergefecht, bei dem Ron Hope und viele seiner Wachen getötet wurden. Wie es nun mit Hope Tech und dem Freestar Collective weitergeht, lässt sich noch nicht sagen. Okay, das war neu. Das hatte ja mit uns zu tun. Mach mir bloß nicht das Leben schwer. Neon Security wollen wir nicht. Wie viele fehlen uns noch für die Quest? Wie viele haben wir aktuell? Saburos Lösung. Zwei müssen wir noch verteilen. Woli Hotel. Hier vielleicht? Vielleicht auch einen bei Ryujin abgeben? Na, hast du das große Zittern? Keine Sorge, Doc Manning kümmert sich darum. Du siehst gar nicht gut aus. Setz dich lieber erstmal hin. Nein, Sarah, ich muss mit Doc Manning reden. Oh mein Gott. Noch so eine arme Seele. Okay, sag, was passiert ist. War es eine Aurora-Überdosis? Oder vielleicht etwas anderes? Ich besuche hier nur. Ob du von dem Zeug abhängig bist. Scheiße. Bei Reliant wird dir geholfen. Okay, also hier können wir keine Cross-Promotion machen. Vielleicht mit Ryujin. Wenn Eklund ja schon dabei ist.
So. Ich habe mit meiner Versicherung geredet und sowas ist anscheinend nicht abgedeckt. Stimmt das? Hier Mining League, da waren wir ja gerade. Freestyle Rangers. Neuer Tag, neue Schicht. Na gut, das waren wir ja schon. Vielleicht wirklich mit Ryujin einmal? Hallo, willkommen im Ryujin Tower, dem Herzen von Ryujin Industries. Ich bin Jupiter, ich leite hier den Empfang. Kann ich dir behilflich sein? Ne. Schönen Tag noch! Hier er vielleicht? Willst du etwas kaufen? Schönen Tag noch. Hä? Er hier. Aboron? Bitte probiere unsere Produkte nicht hier aus. Wenn die Security dich nicht aufhält, tue ich es. Hey, danke für den Besuch. Ich bin Ken. Sag Bescheid, wenn du eine Frage hast. Ich kenne die Waffen hier in- und auswendig. Es sollte mich nicht überraschen, dass ein Unternehmen wie Ryujin auch Waffen verkauft. Wie es sich für einen anständigen Konzern gehört. Was führt dich heute in den Ryujin Tower? Ich arbeite hier. Ah, wir sind Kollegen. Cooler Job, oder? Definitiv besser als alles andere, was ich in Neon hier gemacht habe. Ich würde sehen, was du machst. Warte. Du scheinst ja ein echter Experte für Schutzwaffen zu sein. Na, das will ich aber auch hoffen. Ich war bei der Freestar Navy. Da gehört das einfach dazu. Ich hatte viele Einsätze mit der Waffe in der Hand. Aber die Zeiten liegen hinter mir. Jetzt bleibe ich lieber hinterm Tresen und überlasse das Schießen anderen Leuten. Okay, zeig mal, was du im Angebot hast. Zieh dich um. Vielleicht hat er coole Waffen dabei. Nee. Nope. 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 Das sind nicht die Waffen, die ich hätte. Pass auf dich auf. Okay, mit wem muss ich noch reden? Ryujin Apartments? Muss ich doch noch mit ihm hier? Was willst du? Wenn du etwas kaufen willst, sieh dich ruhig um. Aber ich behalte dich im Auge. Nur, dass das klar ist. Es war wohl ein Fehler in deinem Land. Was befürchtest du denn, was ich tun könnte? keine Ahnung. Sachen einstecken und abhauen? Mich ausrauben? Mir in den Kopf schießen? In Neon überlebt man nur, wenn man keine Risiken eingeht. Okay. So, das ist eine tolle Art, potenziell Kundschaft zu behandeln. Mein Laden, meine Regeln. Wenn dir das nicht passt, rede mit Styx. Er leitet unsere Beschwerdeabteilung. Ich kläre meine Probleme lieber mit Menschen als mit emotionslosen Robotern. Wer ist Styx? Ein Roboter kann sich nicht um Beschwerden kümmern. Ich mache dir keinen Ärger, ich will nur ein paar Credits ausgeben. Schon besser. Weißt du, ich bin's unendlich leid, dass die Leute Styx behandeln wie so eine Attraktion in einer Freakshow. Ich meine, guck dir die Graffitis auf seinem Chassis an. Wenn ich den Pisser finde, der das war, lasse ich ihn sowas von die Reinigung bezahlen. Lass mal... Saburo Oka Digbo hat ein Cross-Promotion-Angebot für dich. Solltest du daran interessiert sein? Auf solche Almosen kann ich verzichten. Wenn du willst, ich könnte die Person suchen, die Styx verunstaltet hat. Ehrlich? Ja. Okay. Hab dich wohl falsch eingeschätzt. So einen Angriff kann ich nicht einfach ungeahndet lassen. Ich könnte dafür zahlen, das Graffiti zu entfernen. Mache das nur fürs Geld. Warum würde jemand deinen Roboter mit Graffiti besprühen? Machen wir uns nichts vor. Ich werde nie einen Beliebtheitswettbewerb gewinnen. Und damit kann ich sehr gut leben. Aber jetzt geht es zu weit. Jetzt ist es persönlich. Ich lasse nicht zu, dass jemand meinen einzigen Freund tyrannisiert. So, da kann ich auch nicht ungeahndet lassen. Dass du Styx nicht nur als Gegenstand ansiehst. Der Mistkerl, der das meinem Kumpel angetan hat, nennt sich Warlord. Du findest ihn wahrscheinlich in Euphorica. Jag den Pisser Angst ein. Dann wissen alle Freaks in Abside, dass man sich mit mir und Styx nicht anlegt. Okay. Blankes Metall. Albträume, Styx. Vom Krieg. Ich verstehe Ihre Frage leider nicht. Bitte neu formulieren. Sprich mit Warlord oder töte Warlord. Es ist einfach
Dann würde ich das eigentlich in der nächsten Folge machen wollen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.